Herzlich willkommen zu Handwerk im Blick. Diesmal mit einer Sonderausgabe zum Thema Fachkräftemangel. Denn dieser wird aufgrund der demografischen Entwicklung in der Zukunft weiter ansteigen. Kurz gesagt, die Lehrlinge fehlen. Und da müssen Betriebe schon mal unkonventionelle Wege für die Lehrlingsakquise einschlagen. Eine Möglichkeit ist die Kooperation mit einer Schule. Bei mir zu Gast im Studio ist heute Markus Philipp von der Hauptschule Hummelsteiner Weg. Herr Philipp, Sie betreuen eine solche Kooperation mit den Betrieben. Wie sieht denn so eine Zusammenarbeit aus? Ja, wir von der Hauptschule Hummelsteiner Weg gehen seit 3 Jahren hier neue Wege in der beruflichen Orientierung unserer Schüler. Wir versuchen den Schülern einfach mehr Praxiserfahrungen zukommen zu lassen. Das sieht konkret so aus, wir haben 2 Modelle. In einem Modell dürfen unsere Schüler über ein halbes Jahr hinweg jeden Donnerstagnachmittag in einen Partnerbetrieb gehen. Das zweite Modell sieht zunächst eine Intensivwoche vor, in der die Schüler in einem Unternehmen arbeiten und danach 10 ganze Donnerstage, die sie im gleichen Unternehmen verbringen. So haben Unternehmen und Schüler die Möglichkeit, sich wesentlich intensiver kennenzulernen und auch festzustellen, ob sie zueinander passen. Was erwarten Sie denn konkret von Ihren Kooperationspartnern? So eine Kooperation muss ja auch fruchtbar sein. Also erste Voraussetzung ist, der Betrieb sollte ein Ausbildungsbetrieb sein. Das hat 2 Vorteile. Der eine Vorteil ist, die Betriebe kennen sich mit jungen Menschen aus, wissen sie, wie sie mit ihnen arbeiten müssen. Der zweite Vorteil ist natürlich für unsere Schüler, dass sie, wenn die Zusammenarbeit gut klappt, auch die Chance auf einen Ausbildungsplatz haben. Wir erwarten des Weiteren, dass sich die Betriebe auf die jungen Menschen einlassen können. Das heißt, dass sie ihnen auch die ganze Breite des Berufes zeigen. Unsere Schüler sollen einen möglichst tiefen Einblick in den jeweiligen Beruf erhalten, um dann auch fundiert sagen zu können, dieser Betrieb ist etwas für mich oder diesen Beruf mache ich vielleicht doch lieber später nicht. Ja, und das Letzte ist, wir möchten natürlich, dass die Betriebe einen festen Ansprechpartner für die Schüler benennen, dass der Schüler sich nicht so verloren vorkommt im Betrieb, sondern jemanden hat, an den er sich wenden kann, wenn denn mal auch Dinge nicht ganz so optimal laufen. Welche Vorteile, jetzt abseits des Ausbildungsplatzes, welche Vorteile haben denn die Schüler von so einer Kooperation? Ja gut, die Schüler werden wesentlich tiefer beruflich orientiert. Sie haben mehr Praxisanteile und können sich dadurch dann auch, wenn es um die Wahl eines Berufes geht, wesentlich besser entscheiden. Der zweite Vorteil besteht darin, unsere Schüler haben die Möglichkeit, in Unternehmen zu gehen, die Erfahrung mit Kindern und Jugendlichen haben. Das heißt, sie wissen, dass sie dort gut betreut werden. Und das ist speziell für unsere Schüler sehr wichtig. Gerade die Beziehung spielt eine wichtige Rolle für unsere Schüler. Ein dritter Vorteil für unsere Schule ist der, dass wir durch unsere Kontakte auch die Möglichkeit haben, mal Praktika in die Schule zu holen, um hier zum Beispiel mal eine Unterrichtseinheit über einen Beruf aus erster Hand durchführen zu können. Ja gut, und all diese Punkte führen letztendlich dazu, dass unsere Schüler wesentlich ernsthafter an dieses Feld herangehen, was sich dann auch in Reaktionen der Unternehmen widerspiegelt, die uns regelmäßig zurückmelden, dass unsere Schüler motiviert und zuverlässig sind. Vielen Dank, Herr Philipp. Ja, Sie hören es, liebe Zuschauer, eine solche Kooperation ist für eine Schule sehr vorteilhaft. Und wie so eine Zusammenarbeit im Handwerksbetrieb aussieht, das haben wir uns angesehen bei der Metzgerei Freiberger. Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk werden in ganz Mittelfranken gesucht. Auch die Metzgerei Freiberger hat offene Ausbildungsstellen im Verkauf zu besetzen. Der erfahrene Lehrbetrieb hat sich für die frühzeitige Kooperation mit der neuen Mittelschule entschieden. Die Vorteile liegen für Seniorchef Rainer Freiberger klar auf der Hand. Man kann gar nicht früh genug mit den Schülern Kontakt aufnehmen und den Schülern zeigen, was überhaupt in unserem Beruf alles passiert. Das heißt, der Schüler soll möglichst zwanglos und ohne irgendwelche Verkrampfungen sich seinen neuen Berufsweg anschauen. Dazu gehört natürlich auch Kontakt mit Kunden, Kontakt mit Kollegen und auch mit den ganzen Arbeitsabläufen. Uneingeschränkt kann er eine solche Kooperation an seine Kollegen weiterempfehlen. Ja, weil dieser Kontakt mit den Schülern mir zeigt, wer ist der Richtige für mich. Und ich kann mich also von einer größeren Auswahl hier bedienen,
Das heißt also, je größer der Pool, desto einfacher ist es hier, jemanden zu finden, der für den Betrieb passt. Und die Kollegen werden mir also da bestimmt beipflichten. Je früher der Kontakt, desto besser. Eine Kooperation mit einer Schule macht also durchaus Sinn, denn beide Seiten, sowohl die Handwerksbetriebe als auch die Schulen, gehen als Gewinner hervor. Die Lehrer und die Schüler lernen frühzeitig über die Anforderungen des jeweiligen Handwerksberufs. Ja, und die Schüler haben von Anfang an eine intensivere Hilfe bei der Berufswahl. Die Handwerksbetriebe können sich frühzeitig ihre potenziellen Bewerber ansehen und für ihren Betrieb gewinnen. Das war Handwerk im Blick, Ihr Handwerkskammermagazin. Wir würden uns freuen, Sie auch in der nächsten Folge als Zuschauer begrüßen zu dürfen. Bis dahin, tschüss, machen Sie es gut.